Ja, heute mal mit Vorwort, denn wenn dieses Symbol über die Kinoleinwände flatterte oder über die heimischen Bildschirme, dann wussten wir, es ist Zeit für Action, 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 Action. Aha. Kennen haben damals allen gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, waren in Hollywood nicht so beliebt, trashig, legendär, unvergesslich, zwei Israelis, die auszogen, um Hollywood das Fürchten zu lernen. Und hier kommen wir jetzt zu meinen Top 5 Canon-Filmen. Und warum die Masters nicht dabei sind, das erfahrt ihr auch in diesem Video. Also dranbleiben. Gut ist das Top 5. Ja, hallo meine Fotzebärchens. Und jetzt aber nochmal richtig hier. Pingelingeling erstmal. Ja, wie schon gerade im Vorwort gesagt, heute geht es um meine Top 5 Canon-Filme. War halt eine Filmfirma, in denen die gab es schon seit den 60er Jahren, wurden dann aber 79 an, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich muss immer so ein bisschen dahin gucken, ne? Da habe ich mir so ein paar Informationen aufgeschrieben. Menahem Golan und Joram Globus, ja, die haben das im Mai 79 aufgekauft und haben dann erstmal losgelegt, richtig schöne, trashige Granaten zu machen, und da gab es richtig viel, naja, geilen Scheiß. Die waren schon gut, aber dann auch eher so schlecht. Und naja, in den 80ern hatten sie so ihre Höhepunkte. Ging dann aber auch ganz steil bergab. Wenn ich euch eine Dokumentation ans Herz legen kann, dann würde ich euch Electric Boogaloo empfehlen. Das ist eine Dokumentation über die Canon-Filme, über Menahem Globus und Menahem Golan und Joram Globus natürlich. Schwieriger Name. Da könnt ihr dann alles sehen, wie das so passiert ist und was da so passiert ist und was sie für Probleme hatten und wie sie ihr Geld versenkt haben und warum Masters da auch eine ganz große Rolle gespielt hat, zum Beispiel, ne? Also ich muss sagen, das war schon beinahe komisch. Bevor wir zu den Top 5 kommen, aber noch mal ein paar Honorable Mentions. Und da ist natürlich der Masters-Film mit dabei, ja. Ich erkläre euch aber auch gleich und sofort, warum der nicht in meinen Top 5 ist. Denn damals war ich noch ein junger Gore-Minister und bin dann ins Kino gegangen. Meine Eltern haben uns da abgeladen mit meinem Bruder und dem besten Freund von meinem Bruder. Und du warst auch mein Freund. Und wir sind da rausgekommen und meine Mutter hat mich gefragt, warum macht ihr denn so ein Gesicht? Und wir so, oh scheiße, kein Trapjaw, was ist das hier, Triklops, alle nicht dabei, was ist diese Gwildor-Scheiße? Und wir haben uns damals fürchterlich aufgeregt, weil wir das fürchterlich kacke fanden. Und auch heute, ja, ist der Film irgendwo kultig, richtig, und er hat auch dieses Masters-Thema, aber für mich ist das so, mögen mich dann jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele aus der Masters-Community für hassen. Ist mir aber auch egal, weil ich finde den Film nach wie vor erträglich, aber nicht würdig, um in eine Canon-Top-5-Liste zu kommen. Ne? Weil da gab es noch viel geileren Scheiß. Fangen wir mal an hier mit den Ninja-Filmen mit Shokuzugi. Einfach geil. Hier Enter the Ninja, Revenge of the Ninja, Ninja 3, The Domination. Richtig geiler Scheiß. Da gab es auch direkt irgendwie mal drei Filme in 3 Jahren von dieser Ninja-Reihe. Und als wenn es damit nicht genug wäre, weil Ninja-Filme waren in der Zeit sehr beliebt, gab es natürlich die Michael Dudikoff American Fighter-Reihe. Da gab es American Fighter, American Fighter 2, American Fighter 3. In 3 tauchte Michael Dudikoff aber nicht auf, sondern David Bradley. Dafür war Michael Dudikoff in Teil 4 wieder dabei. Und dann gab es aber noch einen 5. wieder mit David Bradley. Der hat aber mit der Reihe so nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Später gab es Michael Dudikoff dann noch in Platoon-Lieder zu sehen, ne? Auch von Canon. Ganz großartige Antikriegsfilm-Grütze kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Und natürlich, welchen Schauspieler habt ihr im Kopf, wenn ihr euch so ein bisschen mit der Canon-Film-Thematik auskennt und auch wisst, wer da noch so mit kreucht und fleucht? Richtig, Chuck Norris, Missing in Action 1,
Wo hatten wir das denn hier? Missing in Action 1 von 84. Missing in Action 2 direkt ein Jahr später und dann drei Jahre später nochmal Braddock Missing in Action Teil 3. Und ich meine, die Golam Gorum Brothers, die waren ja dafür bekannt, dass sie sich einfach irgendwelche thematischen Sachen genommen haben, ja, die gerade so hip waren, ne? Breakdancen ist hip, cool, machen wir einen Breakdance-Film. Action ist hip, cool, machen wir Action-Filme. Ninjas sind hip, cool, machen wir Ninja-Filme. Und natürlich war dann auch noch die Sache so, dass die ganz viele alte Stars ausgegraben haben. Zum Beispiel Charles Bronson, da gab es ja Deathwish, ne? Den ersten Teil. Der war ja ziemlich, ja, auch kein richtig guter Film, war aber relativ angesehen. Die Jungs haben sich einfach gedacht, wir machen Teil 2, 3 und 4 direkt mal hinterher. 82, 85 und 87, also immer so in 2-3 Jahre Abständen kam Deathwish Teil 2, Deathwish Teil 3 und Deathwish Teil 4. So. Weitere Honorable Mentions sozusagen, ne, das hört ja gar nicht auf. Das ist ja einfach ein Potpourri an geilen Filmen. Ne? Da haben wir hier Invaders vom Mars. Da haben wir Quatermain. Da haben wir Over the Top mit Sylvester Stallone. Und ja, der hat es tatsächlich auch in die Top 5 geschafft. Aber nicht Over the Top, sondern ein anderer Film. Also dranbleiben. Dann gab es The Barbarians. Kennt ihr noch The Barbarians? Ne? Die Zwillinge, die da so ein bisschen auf Conan gemacht haben. Das war so eine Mischung aus Fantagiron und Conan. Das war wirklich richtige Grütze. Superman 4. Tatsächlich haben sie sich die Rechte von Superman gekauft. War aber der erste von vielen Sargnägeln, weil der Film ist einfach gnadenlos gefloppt. Genauso wie Life Force von Tobe Hooper. Da haben sie sich auch ganz viel Geld an die Hand genommen und haben gedacht, so, boah, geil, machen wir einen Science-Fiction-Film. Ist dann aber auch leider im Sande verlaufen. Ja, und Masters of the Universe war dann mit, ich glaube, 40 Millionen Produktionskosten einfach zu viel des Guten, weil noch ein Flop, noch viel Geld, noch mehr Geld versenkt. Ich würde mir das heute von anderen größeren Filmfirmen mal wünschen, dass die ganz viel Geld versenken, was sie auch gerade aktuell tun, aber irgendwie verschwinden die nicht. Schade. Schade. Würde ich lieber Canon wieder da haben. Dann haben wir noch Gore. Ja. So Fantasy, Science-Fiction-Gülle auch richtig, richtig schlecht. Und natürlich Cyborg. Den habt ihr aber schon gesehen in meiner Top 5 80er Jahre Endzeitfilme. Klingelingeling. Dann haben wir noch eine Erwähnung, natürlich, das ist eine Erwähnung wert, Hard Rock Zombies aus dem Jahre 85. Und um mal so ein bisschen zu erklären, was die für eine Storyline immer in ihren Filmen hatten, ne? Die waren immer sehr wirsch und sehr, naja, fantasievoll. Ne? Ich habe mir das hier auch nochmal abgeschrieben. Da geht es nämlich um eine Musikband, die von musikhassenden Nazis umgebracht wird, dann aber durch einen dummen Zufall wieder zum Leben erweckt werden, ein Zauberbuch finden und dann Songs schreiben, die andere Leute in Zombies und willenlose Wesen verwandeln, also wenn die ihre Musik spielen. kann ich euch sehr ans Herz legen. Hard Rock Zombies von 85 aus den Canon Studios. Das ist wirklich ein großartiger Güllefilm. Den finde ich, da wenn ich drüber nachdenke, finde ich schon wieder gut. So, jetzt kommen wir aber endgültig mal zu den Top 5 hier. So, ich habe mir das aufgeschrieben. Alles klar, gut. Los geht's. Klingelingeling, ne? Prost. Danke. Okay, Platz Nummer 5. POW The Escape. Wir haben da früher mal POW zugesagt, ne? Gab's auch tatsächlich ein Videospiel zu. POW The Escape auf dem Amiga. Das war so ein mit der Maus, ein Fadenkreuz über dem Bildschirm steuern und böse Vietcongs erledigen. Das war ja in den 80ern noch ein Thema, ne? Ja, worum geht's da? Ist mit David Carradine, ein großartiger Schauspieler, der leider auch viel zu früh von uns gegangen ist aufgrund seiner, ja, ich würde mal sagen, sexuellen Präferenzen. Who knows? Man weiß es nicht, was da passiert ist. Ne? Er wurde irgendwie stranguliert in seinem Kleiderschrank gefunden oder so. Hm. Dann natürlich mit dem großartigen Marco in der Bösewichtrolle, ne, als böser Vietcong. Marco kennt vielleicht der eine oder andere noch aus dem Conan-Film, ne? Dieser Zauberer da,
der Conan da wieder belebt. Ja, und das Ganze ist dann von Regisseur Gideon Amir. Der hat aber in meinen Augen nichts Besonderes gemacht. Den Film natürlich, weil der ist großartig. Und ja, worum geht's? Kurzer Abriss, kurz vor Ende des Vietnamkriegs sind hier noch ein paar Gefangene irgendwie, ne, da bei den Vietcongs. Amerikanische Gefangene natürlich ganz wichtig. Patriotismus ist jetzt sehr groß geschrieben. Sind da noch irgendwie eingebunkert und David Carradine denkt sich so, ha, die holen wir raus. Ist so ein bisschen wie Rambo 2. Und dann fliegt er halt dahin mit seinem Stoßtrupp und holt die raus. Es gibt super viel Action, es gibt sleazy Dialoge und es ist einfach, ja, es macht einfach Spaß, weil das ist so ein richtig schlonziger 80er Jahre Action-Antikriegsfilm. Ja, Antikriegsfilm, wie auch immer. Also, ne, Hauptsache es wird irgendwie geschossen und geballert und es fliegt irgendwas in die Luft. Großartig. Von daher finde ich persönlich ein verdienter Platz Nummer 5. Dann haben wir, an Platz Nummer 4, American Fighter oder, wie es im Original hieß, American Ninja. Und warum hieß das im Original American Ninja und in Deutschland American Fighter? Weil alles, was mit Ninja war und Schuriken und Wurfsterne und verbotene Waffen und so weiter, ist in Deutschland nicht so gerne gesehen. Deswegen hießen die Teenage Mutant Ninja Turtles in Deutschland auch Teenage Mutant Hero Turtles. Weil, ne, Ninja böse, böse, böse. Aber American Fighter, was soll ich sagen? Also, großartig, ne? Von Regisseur Sam Furstenberg. Und der ist eigentlich der Hofregisseur in den Canon Filmstudios gewesen. Der hat total viel gemacht. Ich habe mir das hier auch nochmal aufgelistet. Ich ratter das jetzt einfach mal runter. Der hat natürlich American Fighter gemacht. American Fighter 2. Die Rückkehr der Ninja. Electric Boogaloo hat er sogar Regie geführt. Also diese Doku, Electric Boogaloo, war auch ein Film von denen. Hier so Breakdance. Wisst ihr? Und 84 dann noch Die Herrschaft der Ninja. Auch eben noch erwähnt, Ninja 3, The Domination. So. Das ist natürlich immer alles sehr rudimentär und sehr wirsch, ne? Also irgendwer wird Tochter wird entführt und dann muss Michael Dudikoff da los und ching, ching, ching und metzelt die alle ab und befreit dann die Tochter und Happy End, irgendwie hast du nicht gesehen. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, irgendeine Action so zu verkaufen, dass da eine Handlung hintersteckt. Also die Handlung ist sehr, 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 sehr dünn. Aber wir sehen natürlich sehr gerne Michael Dudikoff in seinem Ninja-Kostüm rumfuchteln. Ich weiß auch gar nicht, ob der jemals irgendwie Martial Arts-mäßig drauf war. Warum haben sie nicht Jean-Claude Van Damme gecastet? Wäre doch eigentlich viel einfacher gewesen, ne? Who knows? Auf jeden Fall. American Fighter 1. Warum ist der auf Top Platz Nummer 4? Kann ich euch sagen. Den habe ich als Jugendlicher, als Kind gesuchtet. Den habe ich einfach immer gesuchtet. Bei Freunden geguckt, zu Hause geguckt. Das war einfach cool, ne? Er mit so hier Katana schön so ching ching und dann so Schuriken abwehren und diese Ninja-Mützen und so. Das ist alles, ne? Kinder stehen eben auf Ninjas. Machen wir uns nichts vor. Dinosaurier und Ninjas. Das ist so Kiddie-Scheiß. Und deswegen, ich nehme das ja mit aus meiner Jugend. Von daher ist das ja, Guilty Pleasure, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen. Sollte ich mir vielleicht nochmal wieder angucken. Das ist ja sleazy. Pingelingeling und dann kommen wir zu Platz Nummer 3. Prostata tirallala. Die Kunst der Ninjas wird jetzt von einem Amerikaner beherrscht. American Fighter. So, Platz Nummer 3. Jetzt wird's ernst. Jetzt kommen wir mal hier in den Bereich, wo wir richtig mal Tacheles reden. Und zwar Platz Nummer 3. Cobra. In Deutschland auch City Cobra genannt, mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, ne? Wen spielt er? Der Cobra Cobretti. Wer heißt so? Welcher Mensch heißt so? Und er muss natürlich das Verbrechen bekämpfen. Da schleicht jetzt irgendwie so ein Serienmörder rum, der Schlitzer in dem Film, ne?
und Cobretti muss den halt zur Strecke bringen. Natürlich hat es der Schlitzer abgesehen auf ein Model, Brigitte Nielsen, die auch mitspielt in diesem Film. Und die will er dann umschnetzeln, aber nicht mit dem Commander, nicht mit Cobra Cobretti, der sich natürlich da reinhaut und den, ja, den Übeltäter da irgendwie irgendwann stellt, ne? Wie dem auch so ist. So, viel interessanter an der ganzen Geschichte ist, dass Regie geführt hat George Cosmatos. So, das wird vielleicht dem einen oder anderen nicht so viel sagen, aber das ist der Vater von Panos Cosmatos. Und Panos Cosmatos bin ich ein großer Fan von, weil der halt auch großartige Filme macht, weil der ein bisschen anders herangeht. Und wenn ich euch da jetzt mal einen Tipp geben darf, irgendwie Panos Cosmatos, guckt euch einfach mal Mandy an mit dem großartigen Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ist ein fantastischer Film, ist wunderbar. Ist ein bisschen surreal, so wie so ein, ja, ich nenne mal einen Rape and Revenge Film auf LSD. So könnte man das sagen irgendwie. Aber gut, zurück zu George Cosmatos, seinem Vater, denn der hat außer City Cobra noch solche großartigen Sachen gemacht wie Leviathan. Ist für mich ein sehr, sehr, sehr unterbewerteter Unterwasser-Buddy-Horrorfilm mit Peter Weller, der übrigens auch Robocop gespielt hat. Und Effekte von Stan Winston. Und da wissen wir ja, wie die Kartoffel gepellt wird. Ne? Stan Winston, Effekt-Guru, hat zum Beispiel den Predator erschaffen. Da muss man nicht viel zu sagen, das ist einfach ein großartiger Mensch. Und diese ganzen Leute, die waren dann tatsächlich in so einer Billo-Produktion, ich meine, ganz so Billo war es nicht, weil die haben ja Geld reingeschossen, aber es ist schon so, ja, sagen wir mal so, Mental Asylum, aber mehr Geld. Das sind halt Canon-Leute, ne? Und deswegen Cobra, ein verdienter Platz Nummer 3. Pingelingeling. Jetzt machen wir mal hier rum. Meine Damen und Herren, Prost. Prost, meine Damen und Herren. Sie haben das Recht zu schweigen. Stallone, die City Cobra. So, was haben wir denn am Platz Nummer 2? Ach ja, genau. Denn das ist wieder so ein Ding gewesen, wo sie sich gesagt haben, oh, guck mal hier, der erste Teil, der hat für Aufsehen gesorgt, ne? Also so, besorgen wir uns mal die Rechte und lassen einfach mal Toby Hooper Texas Chainsaw Massacre Teil 2 drehen. Und das ist echt lange, lange, lange danach, weil Texas Chainsaw Massacre 1 ist von 74, wenn ich mich nicht täusche, und Texas Chainsaw Massacre 2 ist dann von 86, also liegen 12 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, wobei der zweite Teil gar nichts mehr mit dem ersten zu tun hat. Der erste war ja sehr, sehr ruhig und viele haben immer den für so gewalttätig gehalten, dabei ist er gar nicht gewalttätig. Also schon, aber das passiert alles nur im Kopf, weil man sieht keine Splatter-Effekte oder sowas. Ich glaube, diese eine Szene sieht man irgendwie, wie die Olle auf diesen Fleischerhaken gehangen wird, und da sieht man noch nicht mal Nahaufnahmen, wie sie wirklich, wie das, ne, wie das heute so ist, diese ganzen Torture-Porn-Filme, ne? Finde ich auch zuweilen sehr, sehr öde, weil man halt alles sieht. Da spielt noch das Gehirn mit und spielt einem so Szenen vor, und im Endeffekt hat man gedacht, man hat einen ultra-harten Splatter-Film gesehen. Dabei hat man das gar nicht so gesehen. Egal, die Cannon Brothers haben sich gedacht irgendwie, wir zeigen das jetzt einfach mal alles, ne? Direkt in der Eröffnungsszene hier über den Highway, zack, mit einer Kettensäge das Dach von so einem Bulli abgehauen und die Schädeldecke weg. Naja, gut, ne? War halt dann mehr Action. Und sehr überraschend hat sich Dennis Hopper da auch für die Hauptrolle bereit erklärt, ne? Der spielt da so einen Sheriff, und dann irgendwann läuft er da rum mit zwei Kettensägen und kämpft gegen Leatherface, und es ist einfach von vorne bis hinten total weird, total strange, aber höchst amüsant. Ich finde es sehr höchst amüsant. Man könnte ja auch nochmal eine Top 5 Texas Chainsaw Massacre Liste machen, weil da gibt es ja jetzt mittlerweile auch, ich glaube, 6 Teile. 6? Ja, da lohnt noch nicht für eine Top 5. Mein Lieblings-Texas Chainsaw Massacre ist tatsächlich Teil 3. Also Leatherface, ne? Aber der war dann nicht mehr von Canon. Der ist dann von jemand anders. Der ist genauso schräg und genauso durchgeknallt, aber ja.
Chainsaw Massacre 2. The Buzz is back. Directed by Toby Hooper. So, jetzt haben wir wieder geredet. Dann ist der Mund immer so trocken. Wir müssen mal Pingeling machen. Und ihr werdet euch natürlich fragen, was ist denn zum Teufel Platz Nummer 1? Welchen Film aus diesem großartigen Repertoire an Canon-Filmen hat er an Platz 1 gehievt? Mag kontrovers sein, aber für mich ist es einfach die Nummer 1 Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Boah, Kubite! Ja, absolut großartig. Von Regisseur Knut Arnold. Der hat allerdings auch nicht wirklich was gemacht, wo ich mir denke, Aber Jean-Claude Van Damme, meine Güte, Damen und Herren, Jean-Claude Van Damme ist dabei, ist in der, spielt Frank Dux, ja, den Kumite-Kämpfer. Diesen Typen hat es auch wirklich mal gegeben und der hat auch tatsächlich über dieses Kumite berichtet, aber das sind immer nur so seine Aussagen und man weiß immer nicht so genau, stimmt das jetzt, was der erzählt hat oder nicht? Egal. Die Cannon Brothers haben dem Glauben geschenkt und haben direkt einen Film draus gemacht. Ein Biopic sozusagen. Aber es ist großartig. Jedes Street Fighter Spiel, jedes Tekken, jedes Mortal Kombat Ding basiert einfach auf diesem Film aus dem Jahre 1988. Diese ganzen Prügelspiele, ne, die so Anfang der 90er aufkamen, das ist der Ursprung, meine Damen und Herren. Darauf basiert alles. Selbst teilweise Einstellungen sind so, da fehlen nur noch oben so die Energiebalken und dann hast du das perfekt umgesetzt. Ne? So, worum geht's? Es geht darum, Frank Dux verspricht seinem sterbenden Meister auf dem Sterbebett, dass er das Kumite für ihn gewinnen wird und fliegt dann nach Hongkong. Da war natürlich nicht, weil er ist in der Armee und er büxt da aus, ne? Und naja, dann nimmt er an dem Kumite teil und der Rest ist Kumite. Muss ich da so durchboxen, ne? Ein neuer Stern am Actionhimmel ist aufgegangen. Sehen Sie Jean-Claude Van Damme in Bloodsport. Die Geschichte des Champion aller Champions. Ist übrigens auch Forrest Whitaker dabei. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch aus ganz vielen verschiedenen Filmen. Es war so eine mit seiner ersten Rollen. Und wenn man sich das heute überlegt, ne, er ist jetzt ein Weltstar und spielt in ganz tollen Filmen. Fällt mir natürlich wieder keiner ein, aber ist ja auch egal. Angefangen haben sie wo? Richtig, bei Canon. Bei Canon, da kennst du. Boah, der war schlecht. Prost. Danke. Ja, das waren meine Top 5 Canon-Filme. Und ich hätte, glaube ich, auch eine Top 10 draus machen können, weil Canon-Filme kann man einfach immer gucken. Das ist so richtig Gehirn ausschalten und einfach mal ein bisschen Action über den Fernseher laufen lassen. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Schade, dass sie sich mit ein paar Flops echt böse in die Insolvenz betrieben haben. Haben dann später noch irgendwie als Filmverleiher weitergemacht. Also ich glaube nach 89 kam dieses Canon-Logo zwar noch irgendwie, wurde dann noch eingeblendet, aber da waren sie dann halt Verleiher. Da haben sie dann gesagt so, ja komm hier, wir distributen die Filme für euch. Aber so wirklich Filme richtig selber produziert haben sie da halt leider nicht mehr. Ich glaube der letzte Film, den die überhaupt produziert haben, war halt Cyborg. Schade, war eine schöne Ära, die wilden 80er, leider hat alles mal sein Ende. So auch dieses Video, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wieder zuzugucken, wenn ich in der Vergangenheit krame. Ich darf mich übrigens auch nochmal bei einer Person bedanken. Und zwar, danke geht raus an Patrick B. 5205, ja, der das Ganze hier vorgeschlagen hat. Der hatte nämlich geschrieben, ja klasse und Ping und jetzt eine Liste mit deinen Top-Canon-Filmen. Lieber Patrick, habe ich hiermit gemacht. Ich hoffe, ihr anderen außer Patrick hatten auch noch ein bisschen Spaß zuzugucken. In diesem Sinne, zu viel Internet ist ungesund, deswegen wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was? Richtig. Vielleicht mal einen Canon-Film reinlegen und abschalten, ne? Abschalten, abschalten, abschalten.